Ja, meine lieben Freunde, Hallöchen, Popöchen und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Hogwarts Legacy. Und sagen Part 70. Ach, du Gute. Da hast du recht. Sprich mit dem Porträt von Professor Niamh Fitzgerald in der Kartenkammer. Okay, die Frage ist, da kann ich doch bestimmt schnell hinreisen, oder? Sind wir mal ehrlich. Beim letzten Mal haben wir ja noch den einen oder anderen Banditenburg gemacht und allem drum und dran. Ja, ich habe mir tatsächlich ein paar. Gerade von Hogwarts. Paar Notizen gemacht, also diesbezüglich easy peasy. Wir sind auf jeden Fall ziemlich gut im Video. Das bedeutet, der Zeitpunkt dieser Aufnahme ist der 31. Juli. Aber ich habe ja beim letzten Mal einige Stunden gezockt, also dementsprechend. Ja. Ey, so ein Boden ist schon geil. Willkommen zurück. Hallo, Professor. Es gibt Neuigkeiten. Die Kobolde suchen etwas. Ein weiteres Behältnis. Sie haben für ihre Suche Bohrer gebaut. Sehr beunruhigend. Handelt es sich dabei um Dinge wie den zerbrochenen Behälter aus Schloss Rookwood? Ja, ich fürchte, wir haben keine Zeit zu verlieren. Schauen Sie auf die Karte. Zum Glück ist die nächste Prüfung nicht weit entfernt. In Hogwarts? Wie Sie wissen, war ich zu meiner Zeit Schulleiterin. Mein Porträt hängt im Büro des Schulleiters. Ich sah, wie oh, Professor fuck. Black von ihrer Ankunft erfuhr. Und ich gebe zu, dass ich mich über sie gewundert habe. Moment, ist die nächste Prüfung im Büro des Schulleiters? Das stimmt. Ich hatte gehofft, der Inhaber dieses Amtes würde uns helfen, wenn es soweit ist. Leider scheint sich dieser Schulleiter nur um sich selbst zu kümmern. Sie müssen sich Zugang zu seinem Büro verschaffen, während er weg ist. Ich verstehe. Also gut. Ich finde einen Weg hinein. Gut. Ich werde Sie dort in meinem Porträt treffen. Bis dahin. Tja. Blöd gelaufen. Der ist auch weg. Na gut. Wie bekomme ich Zugang zum Büro des Schulleiters? Vielleicht kann mir Professor Fig weiterhelfen. Oha. Weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Der hat, glaube ich, genug Ärger wegen uns bekommen. Also mit Dumbledore gäbe es hier nicht so Probleme. Kann ich dir gleich sagen. Hätte man mit dem guten Mann reden können und der hätte gesagt, ja klar, vertraue euch, das passt schon. Gucken wir mal nach. Was kann denn schon schief gehen? Ich bin ja bei euch. Aber der aktuelle, dieser Black, das ist schon ein komischer Kauz. Was ist das? Eine Hausmarke von Hufflepuff. Na dann. Ich habe keine Ahnung, was diese Hausmarken bringen. Ich habe übrigens mal gegoogelt und nachgeguckt. Die Prüfung Merlins betragen, dass wir mehr Inventarplätze haben. Es wäre schön, das irgendwo mal gelesen, dass das Spiel mir das mal irgendwo erklärt. Aber ja, da habe ich mich wohl selbst als Inventar. Aber gilt das auch für Ausrüstung?
28. Muss ich mal gucken. Wir haben 28 von den Dingern. Raum der Wünsche müssen wir auch nochmal. Wir haben ja noch ein paar Viecher. Im Beutel. Aber solange wir gut gerüstet sind... Weihnachten? Ah, das ist der 31. Juli, habe ich gesagt. Das ist eine Katze im Glas. Wenn wir jetzt in China wären, wäre es eine Einmachkatze. In einem Einmachglas. In Gelee. Sind wir aber nicht. Aber wenn es eine Statue ist, war... Naja, komm. Ich habe keine Ahnung, woher das kam. Nehme ich mal mit. Ich muss auf jeden Fall noch mal ein paar Sachen verkaufen. Ich glaube, das mache ich jetzt auch mal. Bevor ich jetzt hier großartig mich wieder ärgere, dass ich nicht viel nutzen kann. Da muss ich nach Hogsmeade, ne? Nein, kein Wegpunkt. Oh je, oh je. Ja. Die Aufrufzahlen von Hogwarts Legacy, die schmecken. Muss ich ganz ehrlich sagen. Nichtsdestotrotz mache ich hier nur weiter, wenn ich wirklich Bock auf das Spiel habe. Was aktuell der Fall ist. Also, wie gesagt, es ist mal so ein Hin und Her, so eine Auf- und Ab-Beziehung mit Hogwarts und mir. Was haben wir denn hier? Springst du? Ich habe keine Ahnung, was der Typ meinte. Ich will auf jeden Fall einfach nur in irgendeinen komischen Laden. Sag mal, bin ich zu blöd, hier einen Dingsbums zu finden? Laden oder was? Da. Immer schön, ein bekanntes Gesicht zu sehen. Nach Thomas, mein Guter. Zauberanweisung, Beschwörung. Tierwesenfütterer. Schalte die Fähigkeit, einen Tierwesenfütterer zu beschwören. Platziere einen, um sicherzustellen, dass deine Tiere... Oh. Spielzeugkiste. Schneidestation. Achtung, die Station produziert regelmäßig ein pflanzliches Nebenprodukt. Kacke. So. Eigentlich müsste ich mich mal echt... um andere Sachen jetzt erstmal kümmern. Die ganzen Sachen mal zu identifizieren. Lassen Sie mich wissen, wenn ich Ihnen anderweitig... Ich werde wahrscheinlich gleich nochmal wiederkommen, Thomas. Dann gucken wir mal. Ich mache das jetzt mal. So, gehen wir nach Hogwarts. Geheime Raum, Räume, Räume, Raum der Wünsche. Da sind wir doch gut aufgehoben. Ja, dann wird das halt mal eine Folge, wo wir ein bisschen... Was haben wir hier? Gar nichts. Was haben wir denn hier?
74. 79. Warte mal. Ich will erst mal gucken, was ich noch so ausrüsten kann. ...67... ...58, okay. ...79. Legendär. Not bad. Not bad. Was haben wir hier? Laternener Wintermantel. Ja, den nehme ich mit. Lederner Wintermantel, Entschuldigung. Oh ja, ja. Das ist gut. So, mit dem Feuermuster 29. Ja, ich denke mal, das kann man machen. Das ist fertig. Naja, kann man mal machen. Ja, was bringt die mir eigentlich? Wenn die vom Level her besser ist. Der bringt mir auf jeden Fall was. So, dann haben wir das doch schon mal gemacht. Die Frage ist nur, ob ich hier meine Beutel... Jetzt ist alles gut. Ich will doch nicht... Ich weiß, dass ihr gerne hier seid, aber ich würde gerne die Tiere... Ah. Okay, hier sind 12 drin, verstehe. Ich habe keine Ahnung, was ich gedrückt habe. Küste. Ah ja, warum nicht? Warum nicht? So, dann sind wir doch hier soweit durch. Ich gehe nochmal zurück nach Hogsmeade. Und gehe nochmal zu dem... Hier zu dem Thomas. Würde ich sagen. Viel trinken bei dem warmen Wetter, Leute. Das ist sehr, sehr wichtig. Hallo und Verzeihung. Was ist denn los? Kann ich dir irgendwie helfen? Hallo,
Ich habe mich gefragt, ob Sie Interesse an einem eigenen Laden hätten, samt einer Hauselfin, die Ihnen hilft. Penny ist der Name. Pennys Herrin verkauft diesen Laden und Penny freut sich auf die Zusammenarbeit mit einem neuen Inhaber. Es überrascht Sie vielleicht, dass Penny so ziemlich alles verkaufen kann. Oh, ein Laden, um Dinge zu verkaufen, wäre toll. Samt Aushilfe. Sie können Penny alles Mögliche geben, das Sie verkaufen wollen. Sobald der Laden läuft, bedeutet es keinerlei Mehrarbeit für Sie. Wenn Sie den Laden kaufen wollen, und Penny hofft das sehr, sollten Sie alsbald mit Pennys Herrin sprechen. Ihr Name ist Cassandra Mason. Warum verkauft deine Herrin den Laden? Und dich? Penny ist nicht sicher, da Herrin Mason nur selten mit ihr über derlei Dinge spricht. Allerdings hat sie auch oft gesagt, wie leid sie es doch ist, zu versuchen, den Laden zu vermieten. Mit den letzten paar Metern hatte sie wirklich einfach kein Glück. Oh nein. Geht's dir gut? Hältst du etwa die Luft an? Penny geht es gut. Manchmal muss Penny sich nur daran erinnern, mit dem Reden aufzuhören. Ah, das ist doch knuffig. Gut, dann werde ich Madame Mason aufsuchen. Oh, fantastisch. Sie werden es nicht bereuen. Sie finden Herrin Mason in ihrem Haus am Nordrand des Dorfes. Penny hofft sehr auf eine Zusammenarbeit. Ach, wer kann da denn schon widerstehen? So. Manchmal versteht Penny Hexen und so. Dann spreche ich mal mit der Cassandra. Ah, ihr habt ein gutes Gefühl, das wird schon. Aber warum hat die so viel Pech mit Mietern? Hallo, Süße. Madame Mason, ich habe gehört, Sie wollen Ihren Laden verkaufen. Aber ja, ja, okay. Das stimmt. Die ist, naja. Ja, ich wollte schon immer einen eigenen Laden. Ich bin der 5. Klasse, Junge. Meine Bedingungen sind durchaus sehr großzügig. Aber, und verzeihen Sie mir die Frage, sind Sie nicht ein wenig jung für so ein Geschäft? Ich bin sehr wohl in der Lage, einen Laden zu führen. Ich dachte, Sie freuen sich über den Verkauf. Nun, Sie scheinen das notwendige Selbstvertrauen dafür zu besitzen. Und natürlich steht Ihnen Penny zur Seite. Dieser Elf könnte einem Troll eine Tasse Tee verkaufen. Sie hat Ihnen sicher gesagt, dass sie zum Laden gehört. Ja, das hat sie. Sie gefallen mir. Ich sage Ihnen was. Ich verkaufe Ihnen den Laden für einen sehr fairen Preis. Ich glaube, Sie haben das Zeug dazu, etwas daraus zu machen. Ein sehr fairer Preis. Für einen Laden samt Elfen? Wo ist der Haken? Ah, Sie tun gut daran, bei Geschäftsabschlüssen Argwohn zu hegen. Es gibt keinen Haken. Ich möchte Ihnen nur den Gefallen tun dürfen, den Laden zurückzukaufen. Zu einem vergünstigten Preis, versteht sich, sollten Ihre Versuche scheitern. Das Letzte, was wir in Hogsmeade brauchen, ist ein räudiges Schaf, das die ganze Herde ansteckt, wenn Sie verstehen. Ihr Glaube an mich ist ja überwältigend. Aber ich werde gewiss nicht scheitern. Da ist wieder dieses Selbstvertrauen. Und ich wünsche Ihnen natürlich viel Erfolg. Kommen wir ins Geschäft. Es scheint nicht ganz einfach zu sein. Warum hatten andere Besitzer hier so wenig Erfolg? Sie wissen sicher, dass es nicht so trivial ist, einen Laden zu führen, wie jene mit weniger Geschäftssinn manchmal denken. Doch sie haben dabei im Gegensatz zu früheren Inhabern einen entscheidenden Vorteil. Pennys außerordentliche Geschäftstüchtigkeit. Warum willst du sie loswerden? Den entscheidenden Ausschlag geben, sowohl in Bezug auf die Vorbereitung des Ladens als auch auf seinen Erfolg. Was genau meinen Sie denn bitte mit Scheitern?
Das bedeutet lediglich, dass ich helfen kann, die Verluste abzufangen, sollten Sie das Geschäft aus irgendeinem Grund nicht fortführen können. Mehr nicht. Doch, wie Sie bereits sagten, sind die Chancen dafür verschwindend gering. Ich hab da irgendwie... Bei der Penny, da war ich mir sicher, die war super. Aber die Cassandra... Die macht mir das jetzt doch alles ein bisschen... Der Laden hat eine ausgezeichnete Lage. Warum hat ihn noch niemand gekauft? Das stimmt. Aber ich habe gerade erst entschieden, ihn zu verkaufen. Ich bin die Mühe leid. Ja, stimmt. Mein verstorbener Ehemann war von uns beiden der wahre Ladeninhaber und Geschäftsmann. Okay. Sie täten gut daran, diese Gelegenheit zu ergreifen, bevor weitere Angebote bei mir eintrudeln. Das klingt verlockend. Aber ich muss erst meine Finanzen prüfen. Ich komme zu Ihnen, wenn ich mich entschieden habe. Nun gut, aber ich kann mit dem Verkauf auch nicht zu lange warten. Wenn Sie den Laden wollen, sollten Sie so bald wie möglich zu mir zurückkommen. 1500? Ja, 1500 ist doch gar nichts. Wir kaufen uns drei. Den kaufen wir, auf jeden Fall. Wegen des Ladens. Ja? Ich habe mich entschieden und möchte den Laden gern kaufen. Ich bin wirklich beeindruckt. Für Ihr Alter sind Sie erstaunlich geschäftstüchtig. Ja, das stimmt wohl. Und mutig. Sie werden es nicht bereuen. Geben Sie mir das Geld und ich bringe den Papierkram sofort auf den Weg. Wunderbar. Soll ich direkt zum Laden gehen? Bitte doch. Oh, eine Sache noch. Seit dem Tod meines Mannes konnte ich mich nicht überwinden, einige seiner persönlichen Dinge abzuholen. Sie sind in einer Truhe hinten im Laden. Penny hat den Schlüssel. Wenn Sie sich nun dort einrichten, wäre ich Ihnen sehr dankbar, wenn Sie vor der Eröffnung einer alten Witwe beistehen und sie mir bringen könnten. Ich wünsche Ihnen viel Glück bei Ihrem Vorhaben. Penny wird Sie dort treffen. Na, kein Problem, das machen wir doch gerne. So, wir haben jetzt unsere eigene Hauselfin. Aber anders als Draco Malfoys Vater behandeln wir unseren Hauselfen super. Erinnert mich so ein bisschen dran, ne? Penny, Debbie? Weiß ich nicht. Ist ziemlich ähnlich. Wispies? Ist auch selbst so. Es ist auch wieder ein typisches Generationsding. Es ist soweit, Penny. Der Laden gehört mir. Oh, Penny freut sich sehr. Penny hatte gehofft, dass Sie den Laden erwerben würden. Ich bin froh, dass du mir zur Seite stehst. Du liebe Güte, Sie sind zu freundlich. Penny wird alles tun, um den Laden zum Erfolg zu führen. Es gibt viel zu tun. Der letzte Mieter ist überstürzt aufgebrochen, also sind eine Reinigung und Reparaturen nötig. Nun gut, gehen wir es an. Penny ist bereit. Mit dieser Brille sehe ich so dämlich aus. Zu zweit bringen wir diesen Laden im Handumdrehen auf Vordermann. Repar. Es geht doch nichts über harte Arbeit. Ja, komm. Das ist doch gar nichts. Zwei, dreimal Reparung. Wissen wollte, dass Penny Ihnen diesen Schlüssel gibt. Er öffnet eine Truhe im Hinterzimmer des Ladens. Oh ja, das hatte sie erwähnt. Darin sind die Sachen ihres verstorbenen Ehemanns. Penny fragt sich, ob sie die Truhe öffnen sollten. Hältst du schon wieder die Luft an? Penny muss wieder an die Arbeit. Ach, Penny. Entspann dich. Da liegt der Ehemann drin. Entschuldigung. Oh. Ich würde da nicht reingehen.
hat doch irgendwie einen Haken. Ich meine, an sich so ein geheimes Lager ist schon geil. Wenig Platz, aber viel Stauraum. Hey, zwei Dinge, die sich widersprechen. Warum gehst du so langsam eine fucking Treppe runter? Das war's, jetzt sind wir gefangen. Hier treffen wir bestimmt die anderen Ladenbesitzer. Der zeigt mir wahrscheinlich nichts an. Das ist eine Maus, okay. What the fuck? Rivelio. Seltsam. Warum sollte hier jemand einen einzelnen Hut aufbewahren? Ist das normal? Da hinten ist ja noch mehr. Gerade besonders einladend. Machen wir erstmal die ganzen Spinnenweben weg hier. Oh, wie schön, jemand zum Spielen. Harte Arbeit macht ihm wohl nichts aus. Mit einem so entschlossenen Gast wird's wahrlich lustig. Zumindest für mich. What the fuck? Okay, jetzt ist es gruselig. Die ist neu. Na dann mal weiter. Alter, willst du mich verarschen? Das machen wir beim nächsten Mal. Alter, hier macht's gut, Leute. Haut rein. Tschüss.